Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, wir setzen unsere Fahrt einfach mal fort. Vielen Dank an Michael für die viele Bearbeitung. Und wir haben hier tatsächlich den Mod nochmal ausgetauscht. Dieser Brutal Traffic Mod ist raus. Dafür gibt es hier einen für Realistic Traffic. Es soll keine Abstürze geben und ich bin sehr gespannt, ob du recht hast, mein Lieber. So, dann gucken wir mal. Interessanterweise, was jetzt in den letzten Tagen auch nicht war, scheint es jetzt um 22:54 doch schon dunkler zu sein als sonst. Und ich muss das Licht anmachen, das ist mir klar. So. Sonst gibt es gleich was auf dem Sack. Und wir schauen mal, ob jetzt mehr Verkehr da ist und vor allen Dingen, wie die Performance-Einbrüche aussehen. Wir haben 174 Kilometer noch vor und sind auf dem Weg nach Kiel, um dort Weihnachtsgeschenke hinzubringen. Guck mal, der versucht mich zu überholen und der schafft das sogar. Eieiei. So. Husten wird auch nicht mehr besser. Warte mal, hier müssen wir raus. Das hätte ich fast verpeilt hier. Und wir sollten vernünftig fahren, weil in dem Moment, wenn wir umkippen, ist Schicht im Schacht. Und regelmäßig schlafen. Das werden wir auch gleich tun, sobald wir unsere Fracht abgeliefert haben. Weil so eine Odyssee wie bei der Testfahrt. Ich hätte eine Fracht abliefern können. Auf den letzten Metern, aber egal, habe ich schon erzählt. Geht ja gar nicht. So, liebe Leute, Osnabrück, Bremen, wir wollen aber nach Kiel. Ich mag Kiel immer noch. Auch wenn ich da keine Freundin mehr habe. Bin da sehr gerne hingefahren. Vor allem Kieler Woche. So, mein Freund. Oh, aber das funktioniert, ey. Der hält an. Kannst du dir das vorstellen? 120, das schaffe ich aber nicht. Jeder toleriert die 90 km/h beim LKW, nur die ETS-2-Polizei nicht. Was haben die mittlerweile so genial gebaut hier alles? Das ist, guckt euch das mal an. Was auch immer das da jetzt für eine Stadt ist vor uns. Hamburg. Eigentlich nicht, nee. Aber ist das, nee, Kiel kann das ja noch nicht sein. Das siehst du ja nicht aus 112 Kilometern Entfernung. Ich habe mich verfahren. Frage ist, ob das was ausmacht. Nein, 109 Kilometer. Wir fahren eben jetzt einfach hier durch. Vielleicht ist das hier auch nur eine PKW-Röhre. Ich habe keinen Schimmer. Vielleicht darf ich hier gar nicht durch mit meinem LKW. Aber das ist mir gerade mal egal. Guck, da kommen die anderen dann nämlich auch wieder raus. So, 87 Kilometer. Vielleicht schaffen wir heute noch eine kurze Tour. Müssen wir mal gucken. Wir haben erst knapp 5 Minuten weg. Der Weg ist jetzt nicht mehr so weit. Ja, Realistic Traffic würde bedeuten, dass es zu bestimmten Zeiten mehr und zu anderen Zeiten weniger gibt. Das heißt, um 0:17 Uhr kannst du natürlich darauf an, ist LKW-technisch und PKW-technisch auf der Autobahn in der Regel nicht mehr das meiste los.
Und das sieht man hier jetzt auch ganz gut. Das heißt, theoretisch dürften wir dann morgen früh in eine Rush Hour kommen, wo dann bedeutend mehr Verkehr ist. Wir sollten mal rüber, weil ich habe so das dumme Gefühl, als wenn wir da vorne irgendwo... Entweder teilt sich die Autobahn da oder wir müssen raus. Was ist dem denn? Habt ihr das gesehen? Das war ja geil. Da fährt er mit mal rückwärts über die Autobahn. Was ist falsch mit dem? Vor allem diese Punktdrehung. Alter Schwede. Da kriegst du aber Angst, du. So wird man plötzlich zum Geisterfahrer. Hab ich auch noch nicht gesehen. Eidi-dai, hier erlebst du immer wieder was Neues im ETS. Das kann man ja nicht leugnen, ne? Aber wenn ich so auf die Uhr gucke, schaffen wir dann eine zweite Tour wohl doch nicht mehr komplett. Wie, hast du schon gegähnt? Nee. Mal echt aufpassen, dass hier nicht noch mehr solche Späßchen... Die war gelb. Habe ich genau gesehen. Damit sind wir in Kiel. Ich fahre jetzt nach Wellsee, fahre meine Ex besuchen. Vielleicht hat die einen Kaffee für mich. Dann trinke ich einen Kaffee und dann fahre ich wieder. Sei schön, dich mal wieder gesehen zu haben. Ja. Gott, wie lange ist das her? 6 Jahre? 7, 8? Ich habe keine Ahnung. Aber ich mag Kiel trotzdem. Aber ich bin seitdem nie wieder da gewesen. Eigentlich schade. Blinken brauchen wir nicht, das geht die anderen nichts an, wo ich hin will. So. Das wär's jetzt, ne? Hier auf dem Hof die Karre noch auf die Seite legen. Na, herzlichen Glückwunsch, du, ganz ehrlich. Ich würde mal ganz grob behaupten, hier steht keine neue Fracht für uns. Ich glaube, das war ein bisschen weit eingeschlagen, oder? Komm, kriegen wir das noch geregelt hier. Jo. Okay, komm. Abladen, fertig. Ist sowieso keine Rampe. Weg mit dem Schund. Fortschritt, wir haben ausgezeichnet, haben wir das gelöst. Das war ja nicht anders zu erwarten. Fortfahren. Und wir haben 7 von 15 voll. Wir werden jetzt aber tatsächlich mal... Genau, wir werden... Ich fahre jetzt wirklich einen kleinen Umweg. Nee.
Hier fahren wir nämlich jetzt hin. Zu unserer Halle. Da werden wir schlafen. Hallo. Achso, ich sollte auf Fahren klicken, dann klappt es auch damit. Okay, jetzt also erstmal keine Abstürze, das ist schon mal perfekt. Da kommen wir aber nicht weiter, mein Freund. So, wir kommen nur da raus. So, mittlerweile gewöhnt man sich auch an diese dusselige Lenkungskamera. Da ist er ja wieder. Der eben einfach umgedreht hat. Unglaublich. Hier liegt der Müll auf der Straße, aber so kenne ich Kiel aber nicht. Ich habe es schöner in Erinnerung. DHL. So. Nur Sommer hier. Ich glaube, Tor 2 müssen wir rein. Einmal schlafen. So. Es regnet, das typische Kieler Schiedwetter. So. Genau, Tank ist voll. Und jetzt suchen wir uns die nächste Fracht raus. Extern. Von Kiel. Guck mal, hier sind schon alle 1000 hin. Donnerwetter, die sind echt flott. Wir müssen echt sehen, dass wir den Krempel fertig kriegen. Wir können von Kiel nach Esbjerg fahren. 233 oder 227. Wir fahren nach Esbjerg, nach Dänemark. Das machen wir. Auftrag ausführen. Und dann können wir den vielleicht auch noch eben anhängen. Und würden dann in der nächsten Folge natürlich diese Tour fahren. Und wir haben nicht mal die Hälfte. Aua. Mal kurz sagen, warum geht der Scheibenwischer nicht? Montag um 10.25 Uhr. Was ist los in Kiel? Nix. Die schlafen, die Kieler. Verkehr ist hier tatsächlich sehr wenig. Ich denke mal, das beschränkt sich oder bezieht sich hauptsächlich auf die Autobahn, oder? Zu unserem LKW passen die alle nicht. Das will ich euch mal sagen, du. Es ist doch scheiße, wenn du so nicht sehen kannst. Also ganz ehrlich, gut mit der Lenkungskamera, aber
Beim Zurückfahren sollte sie abgeschaltet sein. So, liebe Leute, wie es weitergeht, das sehen wir dann morgen. Ich freue mich, wenn ihr morgen früh wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao, macht's gut, bis dahin. Vergesst das Abo und das Däumchen nicht. Dankeschön.